Wir sind hier auf dem Betrieb Hinterlinde zu Buchs. Wir haben die Fläche von 33 Hektaren bewirtschaften und haben rund 57 Kühe und etwas Jungvieh und dazu einen Alp zu Triebsee. Wir haben eine Milchleistung von 7'000 bis 7'500 Kilo Milch. Und das machen wir vor allem mit dem eigenen Grundfutter. Vor allem eben Grünland, weil wir keinen Ackerbau betreiben hier. Und dem ist bei uns Naturfutterbau sehr wichtig. Bei uns auf dem Hof ist Borstenhirsen ein Problem geworden mit den heissen Sommern, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten. Sie verbreitet sich vor allem zuerst an den Strassenrändern an und ist nachher schlussendlich in den guten Futterbauparzellen draussen. Im Futterbau ist die Hirse das Problem, weil sie nicht gefressen wird, gibt einen sehr geringen Ertrag und vor allem verbreitet sich sie extrem schnell. Wegen geringen Nährwerten haben wir Borstenhirsen, Heu, Silage und Goldfeehirten. Dort muss man einfach aufpassen, wegen Gaumen- oder Lippenverletzungen, vor allem wenn es im Heu sehr viele Borstenhirsen hat. Einerseits wird die Borstenhirse durch heiße, trockene Wetter begünstigt, aber auch durch eine strapazierende Wiesenbewirtschaftung. In diesem Versuch haben wir verschiedene Bewirtschaftungsfaktoren getestet, wie zum Beispiel die Schnitthöhe. Und hier, diese zwei Parzellen, sieht man den Unterschied zwischen einem tiefen Schnitt mit sehr viel Kräuter und einem höheren Schnitt mit viel mehr guter Futtergräser. Ein hoher Schnitt bis 8 cm ist zu empfehlen. Einerseits tut der Boden weniger schnell austrocknen. Er hat auch noch etwas Feuchtigkeit behalten. Gräser haben einen schnelleren Aufwuchs. Und zusätzlich wollen wir ja mit Graswirtschaft Milch oder Fleisch produzieren. Und das fördert auch noch qualitativ besseres Futter, weniger Dreck, mehr Teesverzehr. Bei einem tiefen Schnitt gibt es dann deutlich mehr Licht und mehr Hitze an der Bodenoberfläche und deshalb hat auch die Borstenhirse einen Konkurrenzvorteil gegenüber den anderen Gräsern. Und mit dem ist die gute Nachricht, dass man eben etwas mit der Bewirtschaftung gegen die Borstenhirse tun kann. Wenn man besonders schonend bewirtschaftet, relativ hoch schneidet, dann fördert man die guten Gräser und hemmt man die Borstenhirse. Für uns ist wichtig, dass die Schnitthöhe permanent 7 bis 9 cm ist. Und der Schnittintervall ist eigentlich nie unter 5 Wochen. Zusätzlich tun wir auch regelmässig die Bestände versamen und auch Übersaaten machen mit robusten und standortangepassten Gräsern. Das machen wir eigentlich im Frühling und im Vorsommer vor allem Heu machen. Weil dort ist der Hirsenanteil relativ klein. Und wenn wir dann schon ein paar Zellen haben mit einem hohen Hirsenanteil, dann machen wir sicher Grassilagen. Rechte feuchte Silage, dass es für das Vieh wenigstens einigermaßen bekömmlich ist. Zusätzlich schauen wir auch, dass wir in der Anfangsschönwetterperiode gerade schneiden zum Regen Ende, was nachher der Bestand nicht zusätzlich darunter leidet. Mit dieser Bewirtschaftungsform und diesen Massnahmen, die wir jetzt in der Hirsenstrategie anwenden, wären wir jetzt auf einem Stand, wo man sagen könnte, dass auch die nächste Generation leben könnte mit dieser ganzen Situation.